Wie weit darf Kunst gehen? Darf man einen sterbenden Menschen ausstellen? Der Künstler Gregor Schneider wollte 2008 genau das machen, um, Zitat, die Schönheit des Todes zu zeigen, und dafür bekam er Morddrohung. Ich möchte zeigen, wie jemand stirbt. Dafür bringe ich dich um. Dann stell mich gleich mit aus. Gregor Schneider ging es darum, den Tod weniger zu tabuisieren, sondern eher positiv zu sehen wie die Geburt. Allerdings hat er diese Idee bisher nicht realisiert. Was meint ihr dazu? Geht sowas klar? Ich finde, es gibt auf jeden Fall schlechtere Orte, als im Museum zu sterben.